Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Xenoblade Chronicles. Es gibt eine kleine Änderung und zwar werde ich, denke ich, ab jetzt sofort mit dem Gamepad unten eingeblendet spielen, weil ihr jetzt ein paar mehr Informationen da unten sehen könnt. Und ich glaube, diese Ecke ist eigentlich gut genug. Es wird zwar spätestens im Kampf ein bisschen davon alles ausblenden, nicht alles, aber zwei, drei Ereignisse, die wir am Anfang, glaube ich, sowieso noch nicht haben können. Aber wir lassen es jetzt einfach mal erstmal eine Weile lang eingeblendet, damit ihr seht, was da überhaupt passiert unten. So. Ja, prinzipiell erstmal gar nichts. Man, am I glad we pulled an assignment to the east of the city this time. It'd be a long walk all the way back over to the west gate. Hold on. Are we even sure the east gate will be open? Last I heard, it was still on lockdown from all the high-level indigen activity. It was, but they just lowered the threat level earlier today. Nice. The gates are officially open for business. Gut, wir müssen nicht außen rum gehen. One of our teams must have gone out there and kicked some furry indigen butt, huh? Ich glaube, das waren Irina und Evans. Ich kann sogar wirklich sagen. Aber wir waren doch am Westtor und nicht am Osttor. Dann würde ich mal sagen, das waren Irina und Gwyn. Wouldn't surprise me at all. Irina's team is one of our best. How does he know Irina and Gwyn? Ich habe mich dran erinnert. Dum dum dum. They were on their way out to an assignment. Well, then that settles it. It must have been them, right? Man, forget this amateur hour pro baloney. Those guys are the action's at. I'll try not to take that personally. But enough talk. We've got our mission to deal with. Let's head out. Okay. So, dann. That probe isn't gonna install itself. Let's get to the east gate, shall we? Wollen wir mal. Ne? Komm, jetzt los und dann. Ja, dann. Komm. Ja. Gehen. Und. Kann ich. Bitte. Yay! Tipp von Eleonora. Ich möchte dich daran erinnern, dass die Karte jetzt für dich freigeschaltet ist. Sie wird dir auf deinem COM-Gerät angezeigt. Sie bietet Infos zu jedem Segment auf Mira. Wirf unbedingt einen Blick darauf, wenn du mal nicht weiter weißt. Okay. Dann werfen wir mal einen Blick darauf. Keine weiteren Informationen. Schade. Okay. Ich finde es gerade sehr gut, dass die Missionen nicht ausgeblendet werden. Ich hatte es davor nicht wirklich überprüft, ob das gerade in der richtigen Position ist da unten. Aber scheint eigentlich ganz gut zu funktionieren. Von daher, ich bin gerade ziemlich glücklich, was das angeht. Und reden wir erstmal mit Sarona. Und fragen einfach mal alles ab. Wie gesagt, ich lasse es dabei, dass wenn eine Person wichtig ist, dass ich dann ausführlich mit dir reden werde. Und wenn ich es nicht mehr genau weiß, dann übergehe ich es einfach trotzdem. Suriella, du sagst mir gerade nichts mehr. Du warst Mediatorin, oder? Ja, Mediatorin. Ich glaube, sie kommt einer Mission mal vor, aber okay, sie hat keine weiteren Gesprächsoptionen. Ich war die ganze Zeit verwirrt und hatte gedacht, sie würde mir noch was sagen, aber... Okay, bloß nicht vergessen, noch ein paar Missionen anzunehmen, falls wir das jetzt überhaupt schon können. Ganz ruhig. Okay. Boah. Ich bin immer noch kein Blade. Stimmt, ich habe noch keine Division ausgewählt. Stimmt ja. Schade. Ja gut, dann sprinten wir einfach mal zu XY. Komm mal, was wolle. Wir werden von dieser Mission zurückkehren. Okay, heil und ganz. Alle Arme und Beine noch dran. Versprichst du mir das? Weiß nicht. Mal gucken. Und da vorne wartet Thomas auf uns. Dreimal dürft ihr raten, ob er wichtig ist. Ich denke, das dürfte eure Frage beantworten. Oder ich lese es dann vor, wenn sie in einer Mission wichtig werden. Ja, ich glaube, das macht Sinn. So, und wir verlassen das Osttor und wie ihr seht, direkt ein paar fettere Gegner. Stufe 6. Das letzte Mal, als wir einen gesehen hatten, war er Stufe 4. Sollten wir das wirklich machen? Was seid ihr denn? Ihr seid ja süß. Wollte ich... Komm, ich greife euch mal an. Jo, angreifen.
angreifen. Jo. Schwanken. Er ist umgeworfen. Und Flame Grenade verfehlt. Oder hatte ich getroffen? Ich hatte es jetzt gar nicht so genau gesehen. Ein Ovis. Oh. Und da muss ich direkt mal gucken, ob diese Waffe jetzt besser ist. Die Waffe. Nein, der Helm, den wir bekommen haben. Ich werde prinzipiell auch immer nur erst mich verbessern, weil, also mich als Charakter, weil ganz viel Zeug. Ja, für den Anfang erstmal noch besser. Vom Design gefällt es mir jetzt nicht ganz so, von daher. Erscheinungsbild. Wir können, wenn uns irgendwas nicht gefällt vom Aussehen her, können wir immer in dieses Erscheinungsbild ändern gehen und uns einfach was Schöneres anziehen. Wir können jetzt zum Beispiel einfach das Startoutfit nehmen. Sofern das gehen würde. Beispielsweise könnten wir machen. Ich mache es jetzt erstmal so. Ich werde davon später noch Gebrauch machen, weil die Rüstung sind zwar einerseits cool und ich glaube, ich pack's doch lieber unten links in die Ecke. Moment, mach ich mal kurz. Jetzt seht ihr die Magie dahinter. Oh. Packe ich es ganz oben? Ja, so ein bisschen versetzt. So ein ganz klein bisschen versetzt. Jo, das jetzt. Da. Hm. Sollte passen. So, jetzt seht ihr zumindest noch alles. Oder packe ich es doch ganz an den Rand? Ach, egal. Wir lassen es einfach erstmal da. So, bisschen überarbeiten. Fertig. Okay, gut. Dann. Wo waren wir stehen geblieben? Ich weiß es nicht mehr. Wir sehen jetzt alles? Ja. Okay, gut. Sehr schön. Ist jetzt die Frage, wollen wir es nochmal versuchen, uns gegen so einen im Kampf zu behaupten? Komm, versuchen wir es mal. Open fire! Es wäre schön, wenn ihr ihn ins Schwanken bringen könntet. Perfekt. Nice! Wut will ich jetzt nicht unbedingt verursachen. Slit Edge ist schon wieder bereit. Wie weit trifft er denn überhaupt damit? Ich glaube, wir bleiben einfach erstmal etwas weiter weg. Es sieht momentan sehr schlecht aus. Okay, wir sind tot. Ich meine, wir können jetzt einfach mal 30 Sekunden abwarten. Mal gucken, vielleicht schaffen sie es ja. Ach ja, und im Kampf kann ich es wirklich ausblenden. Ich sehe gerade, wenn ich das jetzt gerade habe. Ich meine, wir warten jetzt sowieso ja die Zeit ab. Da kann ich es ja jetzt einfach so groß machen, dass es passt. Dann machen wir es jetzt einfach mal kleiner. Fähigkeit auch noch kleiner. Ach was. So, und jetzt seht ihr eigentlich noch alles. Komm schon, du schaffst es oder auch nicht. Schade. Okay, Elmer hat es leider nicht geschafft. Und das bedeutet für uns, wir sollten vielleicht doch lieber die Finger erstmal davon lassen. Vielleicht. Ja, ich finde das ziemlich gut gerade. Okay, gut. Ach, das ist schön. Jetzt habe ich auch endlich mal den Kampfbildschirm ausprobiert mit der Cam. Scheint zu funktionieren. Ach ja, Szene fertig bearbeitet. Bevor ich da jetzt wieder aus Versehen rumklicke und plötzlich alles seltsam ist. Jo. Und dann wollen wir mal. Wir nähern uns langsam dem Zielgebiet. Langsam, 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 langsam. Also ganz nebenbei. Das ist wirklich nur die erste Karte. Es wird noch einiges mehr auf uns zukommen. So, erstmal hier neues Gebiet entdeckt, AP Ostor, Aktionspunkt, keine Ahnung, was weiß ich. Und ich hätte gerne, dass es noch ein bisschen früher morgens ist, einfach nur, weil es schöner aussieht. Jo, dann ist noch ein bisschen länger hell. Müssen wir uns nicht Gedanken machen. Oh, guck mal einer an, eine schöne Lichtsäule. Laufen wir hin. Wird bestimmt nichts passieren.
Ja, ihr habt es ja gerade eben sowieso schon fast gesehen. Die Teile haben wir am Anfang gesehen. Das waren die Level 20 bis 30 Gegner. Ah! What the hell happened here? Ich habe keine Ahnung, Lin. Okay. Wir sollten... You don't think that one Sinicula could have killed all these Simias? Unless... Er ist ein Champion. Unless... What? This is bad. What's bad? I don't follow you. Ach, Lin, du bist doch schlau. That's Sinicula. It's a tyrant. Ach stimmt, Tyrant, huh? Nicht Champion. Entschuldigung. But it looks just like any other Sinicula. Tja. Think about it. Your typical Simian is way higher up on the food chain than your typical Sinicula, right? Yep. Usually we'd find one Simian standing over three or four Sinicula corpses. But here, the tables have turned. Muss ein Tyrant sein. I don't see a single trace of any other indigens in the area. There's only one explanation. That Sinicula is a tyrant. Let me check the Blade Report database. Mm. If there's a tyrant this close to the city, someone must have run across it. Bingo. There was a Sinicula tyrant sighted not too long ago. It was a couple of segments further out. It could have followed the blade that spotted it back towards New LA, or come here to feed, or who knows what. Beruhigend. I can't believe there's a tyrant right on our doorstep and HQ isn't doing a thing about it. Well, don't forget why they sent us here in the first place. Frontier Nav's range is still limited. They couldn't track it if there's no local code. They must have lost it. Oh man, oh man, oh man. Tja, dann würde ich mal sagen, wir, ganz ehrlich, ihr wisst ja noch nicht, was ein Tyrant ist. The tyrant designation is given to creatures that pose a special threat in the area. That doesn't always mean raw strength. Some tyrants will actually register as low rank when they find them out in the field and engage them in combat. But don't let that fool you. If a creature shows up as a tyrant, you can be sure it's got at least one nasty trait or ability to speak of. Okay. The system can't account for everything, though, so don't let your guard down, no matter what rank it assigns. Even some of Blade's very best teams have come back with serious injuries after running into a tyrant in the field. Und wir als Rekrut... haben natürlich gute Chancen, weil wir gerade Blade beigetreten sind und die Standardwaffen haben. Bei Lin und Elmer bin ich noch gar nicht auf die Ausrüstung eingegangen, aber ich glaube, sie haben ähnliche Ausrüstungen. Die sind nicht unbedingt viel höher als wir. Hm, sind wir überzeugt? Sagt, dass man einen Tyrannen so nah an LLA doch nicht ignorieren kann. Komm, wir schaffen das. Okay. Count me in, Elma. Let's do this. If we're gonna settle here on this planet, we're gonna have to get used to dealing with tyrants now and then. We'll just keep running forever, you know? Yup. Besides, I'd never forgive myself if someone else ended up getting hurt because we just left it here. Außer Dacke. Let's do it. But don't push it, okay? Either of you. If we can take it down, great, but if not, even just luring it away would be a moral victory. As long as we buy enough time to install the probe, we can use Frontier Nav to track it or any other tyrant that comes this close to the city from now on. Aber ich will den jetzt besiegen. Just make sure you're ready before we attack. This will be tougher than anything else we've faced. Was ihr vielleicht noch nicht bemerkt habt, apropos Vorbereitung, Ausrüstung und Techniken, blub blub blub. Genau. Ja. Tyrannen sind richtig mies. Auf keinen Fall einfach draufstürmen. Warum nicht? Überprüfe unbedingt erst deine Ausrüstung, also sämtliche Waffen und Rüstungsgegenstände und sorge dafür, dass deine Techniken bereit und trainiert sind. Sonst siehst du alt aus. Danke für diesen Hinweis. Auf Techniken bin ich noch gar nicht eingegangen, aber genauso wenig bin ich darauf eingegangen, dass sich unsere LP nach einem Kampf automatisch wiederherstellt, was ich sehr nice finde. Nicht vollständig und nicht direkt... eher so über einen längeren Zeitraum, aber wir brauchen keine Heiltränke zu verschwenden, die es übrigens nicht gibt in diesem Spiel. Es gibt nur später eine Heilerklasse. Nichtsdestotrotz, wir wollen jetzt erstmal unsere Skills trainieren, nicht unseren Skill.
unsere Techniken. So, da war's. Great. Eigentlich will ich mit dir noch gar nichts machen, aber Elmar. Bei dir hätte ich gerne. Die Technik. Da. Moment, trainieren. Falsche Taste. X trainieren, genau. Verbessert das mal. Die Zeit geht runter, das finde ich sehr gut. Mehr haben wir leider nicht. Okay. Lin, was hast du eigentlich drauf? Waffenschaden wirft Gegner um. Finde ich sehr gut. Ich denke, diese beiden Sachen kann man mal trainieren. Dann kann sie halt den Gegner selbst umwerfen, wenn die halt unsere Umwerfenfähigkeit schon verbraucht haben. Und damit macht sie als Zusatzschaden. Was sie hoffentlich nur dann einsetzen wird, wenn wir es brauchen. Hoffentlich. Mal sehen. Was uns angeht, rüsten wir auch erstmal einfach nur das auf. Und ja, wir haben momentan noch die schwächste Verteidigung. Am besten wäre es wirklich, wenn Lin immer das Ganze übernimmt. Wir erhöhen nochmal unsere physikalische Resistenz. Ganz ehrlich. Slit Edge werde ich wahrscheinlich am häufigsten verwenden, einfach weil es auch am häufigsten bereit ist. Von daher werten wir das einfach noch fertig auf. So, und dann würde ich sagen, Attacke! Erstmal auf die Beine. Das wäre schön. Okay. Dann, ich bereite mich schon mal vor. Umwerfen hat nicht so viel gebracht, ne? Elmar? Oder wahrscheinlich ist er resistent dagegen. Ah, das kann natürlich sein. Ich sollte mehr darauf achten, wer gerade die Aggro hat. Ja, aber ich glaube, wir kommen das Bein K.O. Sieht gut aus. Nice. Okay. Erstes Bein down. Rückseite ist nicht da unbedingt, wo ich stehen will. Wobei, ich glaube, der hat keine Angriffe, die nach hinten angreifen können. Von daher ist schon in Ordnung. Mist. Komm schon. Ja, er schwand. Mist, zu spät. Was habe ich gerade getan? Ach so. Das Teil da hinten können wir auch kaputt machen. Interessant. Elmar, du kriegst mal Resistenz. Nein, das werde ich nicht machen. Ich will keine Aggro haben. Wie gesagt, ich bin, glaube ich, wirklich der schwächste Charakter momentan auf dem Schlachtfeld. Und damit ist der erste Tyrann down. Ganz ehrlich, einen einfachen Tyrann werden wir im Spiel nicht finden. Danke. Alles klar. If we stay here for long, there's no telling what other playmates might show up. This beam of light indicates a frontier nav site. It marks the ideal spot to bury the probe. Okay. Gut, dann fangen wir mal an zu installieren, was anscheinend automatisch funktioniert. Okay. Okay, the probe should be ready for insertion. I'll just boot it up. Thanks, Lin. Gut, dass wir eine Technikerin dabei haben. The bottom half is a laser. It dissolves the soil so the probe can burrow to the proper depth. We tried just planting them on the surface at first, but we kept running into problems with the local wildlife damaging the goods. Klingt. Burying them is going to save us all a lot of time and headaches in the long run. We all set? Yes, ma'am. Whenever you're ready. Macht echt Sinn. You can launch it right from your comm device. Give it a try. Machen wir mal. So, packen wir uns mal Wii U Gamepad aus. Und stampfen das da rein.
Ganz ehrlich, echt eine sinnvolle Idee, dass man das dann versenkt. Auch wenn ich gedacht hätte, dass es sich rotiert, damit es sich reinfräst, aber egal. Aber an sich eine sehr gute Idee. Nice. Aber das ist ja noch nicht alles, was man damit machen kann. Okay, wird gemacht. Aber davor. Achso. Volker der Rasende besiegt. Und wir bekommen einen alten Survival-Handschuh dafür. Wer ist Lao? Den haben wir noch gar nicht kennengelernt. Ich bin Lao von den Pathfindern. Kleine Anführung in Sachen Sonden. Sobald du einen Knotenpunkt findest, drückst du vor dem Ort A, um deine Sonden zu installieren. Dein mechanisches Spezialwissen muss stimmen. Also schau öfter bei Eleonora vorbei. Eleonora. Blablabla. Vorsicht, Tyrannen. Bevor wir zurückgehen und Bericht erstatten, verrate ich dir noch etwas. Eine übermächtige Kreatur wie diese greifen wir gewöhnlich nur im Skell an. Dass wir dann eben zu Fuß einen Tyrann besiegt haben, grenzt an ein Wunder. Sei in Zukunft vorsichtiger, okay? Ja, das sollten wir in der Tat sein. Und ganz ehrlich, es ist absolut unlogisch, dass dieser Zinkulla gerade eben diese Simose getötet hat. Der schwächste Simus, den wir im Spiel antreffen, ist, glaube ich, Stufe 21. Und der würde den sowas von ausschalten. Den Zinkulla. Das macht keinen Sinn. Aber gut, es ist halt die Einführung in Tyrannen, wobei ich einen Tyrannen Ovis gegen, keine Ahnung, Grexe lustiger gefunden hätte. Aber gut, wenn das Spiel das so lieber haben will, ist okay. Ich sammle jetzt noch ein paar Sachen ein und dann würde ich einfach mal sagen, ja, ach so, ja nee, stimmt, wir haben was Neues bekommen. Ganz vergessen. Gucken noch kurz nach der Ausrüstung und dann beende ich den Part. Entschuldigung. Immer wenn ich Item Orb sehe, dann denke ich halt, ich muss da hinlaufen. Was ich dann auch tue. Aber egal. Gut, ja. Wir haben einen Tyrannen besiegt, wir haben die Datensonde gepflanzt und, stimmt, auf dem Gamepad haben wir jetzt ein Menü. Punkt. Bekommen. Kann man noch nicht machen. Oder wie muss das jetzt sehen? Vielleicht habe ich auch vergessen, wie es geht. Ach man. Okay, anscheinend kann ich das noch nicht machen. Oder muss ich dann... Hm. Okay, erstmal wieder zentrieren. Vielleicht geht das erst später. Ja, okay, dann halt später erst. Gut, ich wollte gerade noch eine andere Sonde da platzieren, aber anscheinend wird das am Anfang noch automatisch gemacht. Dann würde ich einfach mal sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn es wäre das Let's Play Xenoblade Chronicles. Bis dahin und ciao, ciao!